You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Jetzt guckt mal da. Und jetzt guckt mal hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's einfach vergessen. Ich war krank. Oder ich bin's immer noch. Ja, mir ist es dann kurz nach der Folge aufgefallen. Ich dachte mir so, warte mal, irgendwie war das eh schon komisch, dass die Rezepte nicht freigeschalten wurden. Dann fiel mir ein, warte mal, die wurden freigeschalten, hast du das Ding doch schon gebaut? Und ja, dann war so ein kleiner Erinnerungsschnipsel auf einmal wieder im Kopf. Da habe ich mich nochmal schnell eingeloggt und hab's gesehen. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr kennt mich, ich bin sehr, sehr vergesslich und dazu noch krank. Also ich schiebe alles auf die Krankheit, ne? Wenn ich gesund gewesen wäre, wäre es mir natürlich aufgefallen. Naja, ja, die Krankheit hat leider wieder ein bisschen zurückgeschlagen. Mir ging es ja eigentlich letzte Folge schon etwas besser, aber es kam irgendwie wieder zurück. Und die letzten zwei Tage hat es mich komplett flachgelegt, deswegen ist jetzt auch leider eine Folge ausgefallen. Als kleine Entschuldigung, ihr wisst, was kommt. Kommt morgen noch eine Folge. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber das will ich mir einerseits nicht antun und ihr euch auch nicht. Bin ich mir relativ sicher, dass ich hier verschnupft, verhustet und mit Halsschmerzen versuche, ein Let's Play aufzunehmen. Ich glaube, das muss nicht sein. Nein, es ist voll. Verdammt, was macht man da? Packen wir es mit bei Gebirge rein. Ja, auch voll. Guck mal, eigentlich ist es auch Holz. So. Ja, ich habe deswegen auch noch nicht weitergebaut am Dach, weil, ganz ehrlich, ich habe einfach nur versucht, mich auszuruhen, dass das so schnell wie möglich wieder vorbeigeht. Ist komisch, ich war tatsächlich, naja, relativ lange nicht so dolle krank zumindest. Und naja, was will man sagen? Manchmal kommt's halt. Ich würde mit euch ganz gerne die Folge ein bisschen hier am Dach weiterbauen. Wir müssen das jetzt nicht komplett machen, aber ich würde das gerne mal versuchen. Ich hatte auch zwei Kommentare zu den Dingern hier. Weil, also ja, das ist mir aufgefallen, vorher schon, dass die Dachdinger hier, ihr wisst schon, am Gerüst festsitzen. Die Sache ist, wir können eh hier mal ein Stück Gerüst abbauen. Es ist halt natürlich, ich dachte mir halt die ganze Zeit, das dürfte ja prinzipiell nichts mit der Statik machen. Aber eigentlich schon, weil die stützen sich da drauf, das geht zu Boden. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das auch ohne Gerüst hält. Danke erstmal an euch für den Hinweis. Wäre natürlich jetzt richtig mager. Ich hatte ja eh überlegt, ob wir das Dach irgendwie noch mit integrieren. Das Dach, das Gerüst. Weil ich finde das so gar nicht so bad. Man müsste das natürlich noch irgendwie richtig hier ran machen. Dass das auch eine Einheit ist. Aber das so als kleines Vordach. Prinzipiell könnten wir es eigentlich auch lassen. Ich wollte es ja eh irgendwie mit integrieren. Zumindest hatte ich die Idee. Bei mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Man müsste natürlich gucken, dass man das ein bisschen hübscher macht und so. Ach komm, wir lassen das jetzt erstmal. Wenn das wirklich Statikprobleme geben sollte, dann lassen wir es halt einfach definitiv. Und wenn nicht, dann kann ich es mir halt noch überlegen. Oder ihr könnt es mir auch mal schreiben. Aber ich finde das gar nicht so bad. Da haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum. So an Fläche, um das Ganze ein bisschen ja, dreidimensionaler zu gestalten. So. Wir reißen das mal kurz weg. Ich hau auch mal das hier weg, wo ich das nicht hätte machen müssen, aber dann komme ich hier besser durch. Zack, zack, zack. Wir können ja... Ja, komm, wir machen es jetzt mal probehalber. Jetzt hängt das Ding doch nicht mehr drauf, ne? Obwohl das halt auch gut gestützt wird, aber naja. Also, ich wollte... Ach, jetzt habe ich wieder kein Teer einstecken, verdammt. Auf jeden Fall nur alle drei Balken so ein Ding machen. Das heißt, der Spaß kann weg. Der Spaß kann weg. Und wir haben wieder drei. Hier drüben haben wir drei. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt nicht das ganze Dach. Das wollte ich ja schon mal außerhalb des Videos machen, damit es nicht zu langweilig wird. Aber ich würde zumindest mal ein paar Stücke mit euch zusammen ausprobieren. Einerseits, ob es hält und ob es auch besser aussieht, aber so viele Balken ist eigentlich Schwachsinn. Ich hoffe halt einfach wirklich, dass die Entwickler sich nicht irgendwann denken,
dass die hier mal noch richtig heftige Unwetter im Spiel einbauen, wo es dann alle Teile, die nicht grün sind oder nicht orange sind, sondern richtig rot, dass es die runterreißt. Dann heul ich. Dann heul ich wirklich. So, jetzt haben wir wieder Nacht. Wir gehen nochmal eine Runde pennen. Schnappen uns ein bisschen Teer und probieren den ganzen Spaß mal. Ich habe auch ein kurzes Video gemacht zu den neuen Updates. Habe ich das letzte Folge schon erwähnt? Es tut mir leid, ich bin zurzeit so vergesslich. Ja, falls nicht, könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen. Habe ich mal eben zusammengefasst, was so alles dieses Jahr für Updates kommt. So, wir brauchen Teer. Es wird auf jeden Fall auch nicht mehr so lange reichen, ne? Aber es hat nur Teer und normales Holz gebraucht, richtig? Richtig, gut. Ja, das Dach werden wir damit nicht mehr fertig kriegen. Das heißt, wir müssen da nochmal ein paar Teergruben entleeren. Na komm. So, da haben wir es. 45 Grad. Eigentlich finde ich es auch immer fresh. Ach mal, also ich finde es eigentlich immer fresh, wenn man das letzte Stück vom Dach dann nochmal in einem anderen Winkel macht. Das wirkt irgendwie immer relativ cool. Ich überlege nur, ob wir es dann hier drunter machen. Ja. Sorry, ich muss erstmal kurz überlegen. Wenn wir es so machen. Ja doch, dann kriegen wir das trotzdem noch irgendwie integriert. Ja, wir lassen es jetzt erstmal. Also wir machen jetzt erstmal das Normale. Den Rest gucke ich mir mal an, aber ich wollte es euch zumindest zeigen. Ach, sag mal. Dann lasst uns jetzt mal das kleine Stück zusammen machen. Wir brauchen das Dach wieder. Dann bräuchten wir mal mehr Ausdauer. Ich bin eigentlich gar nicht so schlecht versorgt, aber ein Lebensmittel fehlt noch. Zack. 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 Also die kommen deswegen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall irgendwie in Statikprobleme. Dann haut das schon mal hin. Und das gefällt mir tatsächlich so auch viel, viel besser. Ja. Ja, so machen wir es. Definitiv. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie wir es hier machen. Also zweite Etage würde ja auf jeden Fall Sinn machen bei dem großen Gebäude. Ich hatte halt noch die Überlegung, ob wir vielleicht irgendwie zwischen den zwei Eingängen, die ich hier unten geplant habe. Also sprich dann irgendwo mal hier so. Wir hier wie so eine kleine eingelassene Terrasse machen. Dass das Dach auch ein bisschen Abwechslung kriegt und jetzt nicht auf der kompletten Seite einfach nur immer dasselbe ist. Und wenn wir dann hier so hochlaufen können drin, hier aus der Terrasse gucken, wäre schon geil. Und wenn wir das genau mittig zwischen den zwei Eingängen machen, sieht es auch von der Symmetrie her noch sehr, sehr gut aus. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, zack. Und zack. Muss man bloß mal gucken, ob das dann am Ende auch aufgeht. Holz fehlt. Ich dachte schon, Teer ist leer. 25 Stück. Ah gut, das kostet nur ein Teer. Wird zwar trotzdem nicht reichen, aber prinzipiell relativ günstig. Ach stimmt, den Boden wollten wir noch machen. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall fest dazu entschlossen. Wir machen den so, weil das hier kann jeder. Also, gut, das andere auch, aber das sieht halt doch irgendwie noch mal ein bisschen exklusiver aus. Außer hier. Hier lassen wir das. An den Boden mache ich mich nicht noch mal ran. Ja, wir müssen auch noch so viel, viel mehr kleine Gebäude und noch eine coolere Kochstelle und so bauen. Es ist einfach, mir ist noch zu viel Freiraum hier. Es wirkt dadurch, ja, halt nicht so gemütlich. Wie halt so Häuser oder Wohnungen, die so komplett neu, modern eingerichtet sind. Ich mag das mehr, wenn überall was rumsteht und ihr wisst schon.
Ne, gerade wenn man, also da kriegt man nicht, jetzt bei dem Spiel hier auch so ein bisschen mehr den Dorfcharakter mit rein. Wenn hier nicht so große Freiflächen sind. Ich meine, sowas kann man prinzipiell auch machen. Bei mir gefällt es dann doch mehr, wenn wir hier überall so kleine Gassen haben und überall was steht. Mal schauen, was wir da noch alles so Schönes bauen in nächster Zeit. Ich hoffe halt auch wirklich, dass das Mistlands-Update nicht so lange auf sich warten lässt. Weil so ein komplett neues Biom mit neuen Feinden, neue Ressource soll ja auch mit reinkommen. Da habe ich schon ehrlich gesagt ziemlich Bock drauf. Gut, dann haben wir das. Also, gefällt mir besser. Statik macht keine Probleme. Jetzt auch, was das angeht. Komm, wir können ja mal das hier wegreißen. Das ist ja zumindest das, was das Ganze irgendwie am Boden festhält. Wir machen es jetzt doch nochmal probeweise. Aber prinzipiell, wenn es da dran festhält, dann könnten wir notfalls auch irgendwann mal hier noch so einen Balken ziehen. Aber ich würde sagen, dass das gut aussieht. Perfekt. Ist auch irgendwie geil mit dem Holzbalken, dass diese Spitzen so rauskommen. Das hat was. Also es gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt überlege ich doch, ob wir das weglassen. Weil ich das irgendwie so fresh finde. Mal, wir probieren mal kurz was aus. Nee, das war das Falsche. Was wollte ich? Zack. Sieht hier drüben irgendwie cooler aus. Ah, ich bin mir schon wieder so unsicher. Wir basteln mal kurz ein paar von denen. Das hier können wir eigentlich auch mal wegreißen. Zack, her damit. Und jetzt nochmal die Querbalken hier ran. Also irgendwie ist das schon cool. Aber wenn wir es so machen, dann fällt halt eigentlich... Ja, oder wir lassen das hier doch so dran. Wir probieren jetzt mal ein bisschen rum. Ich muss mal gucken. Also die morgige Folge, da werde ich noch nicht weiter gebastelt haben können. Wahrscheinlich nicht. Aber dann bei der übernächsten Folge. Und dann hatten wir hier noch die Dinger dran. Ah, die Sonne schon wieder. Wartet mal, da hatte ich einen Tipp von... Oh, das ist schon länger her. Sonnenstrahlen. Oh, oh. Ist besser, ne? Wartet mal, wir probieren nochmal mit. Probieren nochmal mit. Ja, auf jeden. Danke nochmal an der Stelle. Ist schon extremst lange her. Ich habe mich gerade... Einfach nur zufällig wieder dran erinnert. Aber das macht das Bauen wirklich angenehmer. So. Würde dann natürlich hier oben die Querbalken rausnehmen. Wir machen das gleich mal. Und dann könnten wir halt überlegen, dass wir hier mal mit so Dunkelholzpfosten... Brauchen wir noch einen kleinen. Ah, die sind sogar richtig geil mit dem kleinen. Da sieht man kaum, dass das zwei verschiedene sind. Bei denen sieht man das immer stärker. Bei denen nicht so. Wirkt zwar auch gerade ein bisschen langweilig, aber vielleicht lässt sich da auch noch was basteln. Passt nicht ganz mit der Ecke. Gibt's die in quer? Auf jeden. Wir probieren heute mal ein bisschen rum. Heute ist Probierstunde. Schön, dass ihr alle da seid. Das heißt auf jeden Fall, wir brauchen noch mehr Teer. Ah, das da? Also das passt nicht so ganz. Hier hätte ich lieber was Rundes. Hier oben bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob der Kontrast mit dem anderen schöner war. Huch.
Ja, irgendwie sieht das hier schon besser aus, oder? Was sagt denn ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Gefällt euch das mit dem Dunkelholz besser? Aber es... Also ich fand zwar so, weil so fallen die Spitzen irgendwie mehr auf. Durch den Kontrast halt zu dem hellen Holz, aber... Das hier drüben sieht halt irgendwie... Irgendwie ein Ticken schöner aus. Auf jeden Fall müssen wir hier... noch was dran basteln. Hier vielleicht doch nochmal ein Stück Steinsäule nehmen. Und dann Holz oder komplett als Steinsäule nach oben. Gute Idee. Also, ja, Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich es umsetze, aber... Guter Gedanke, vielleicht zumindest erstmal. Ja, ich glaube, wir lassen es so. Dann können wir hier dieses ehemalige Gerüst ein bisschen integrieren. Was ich nicht schlecht finde, weil dann können wir nämlich auch... Hier gibt es nicht für... Ah, Dunkelholzbogen. Gibt es den auch noch andersrum? Will den halt anders haben, dass der von hier nach da geht. So, nee, der ist nicht so. Oder halt so dann. Ja, das finde ich wiederum jetzt schon wieder ziemlich geil. Ja, also ich würde sagen, wir machen das so. Wir machen das letzte Stück Dach in 26 Grad. Wie gesagt, die Querbalken würde ich wahrscheinlich noch mit rausnehmen. Oder halt die Balken verlängern. Das probieren wir gleich nochmal, das schaffen wir noch. Aber mit dem sieht es auf jeden Fall geil aus. Gefällt mir richtig gut. Wenn wir dann hier noch irgendeine schöne Lösung finden für die Balken, dann haben wir hier noch ein kleines Vordach. Ja, das gefällt mir. Gut, da sind wir doch schon mal designtechnisch ein kleines Stück vorangekommen. Ich muss halt wirklich sagen, wenn ich mir so Videos von anderen Spielern angucke, es ist halt schon heftig, was Leute teilweise bauen. Also gar keine Frage, da bin ich der größte Noob auf dieser Welt. Aber ja, einerseits brauchst du halt extrem viel Zeit. Und andererseits halt vor allem auch die Materialien. Ich meine, wenn das dann so im Kreativmodus, sage ich mal, gemacht wird oder einfach so bauen kannst, ohne dass du Mats brauchst, dann mag das gehen. Aber so mit den Materialien ist halt unglaublich krass. Also wie Leute da teilweise extremst viel Stein mit reinballern oder 1 Million Eisengitter. Ich meine, Eisengitter wollen wir ja auch noch machen, aber ich einfach überlege, wie viele... keine Ahnung, das frisst gefühlt 50 Folgen, um erstmal nur das Eisen zu sammeln. So, also. Verlängert gefällt mir besser. Könnte der Name von dem Porno sein? Ach, schön. Verlängert gefällt mir besser. Aber... Bin mir noch nicht so sicher mit dem Querbalken hier. Irgendwie finde ich es doch nicht so bad, dass da nochmal so eine kleine Kontur mit reinkommt. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal das 26-Grad-Dach. Das können wir hier mal kurz wegreißen. Das ging ja mal richtig fix, dankeschön. Zack. Und zack. Und jetzt brauchen wir den Spaß nochmal in quer. In lang bitte noch. So. Aber statiktechnisch wird es langsam ganz dünn. Das gefällt mir aber prinzipiell erstmal. Ich probiere mal ein bisschen was. Tut mir leid, wenn ich heute etwas ruhiger bin, aber gerade bei solchen Sachen... Versuch mal was ganz, ganz cringy-haftes. Cringy-haftes. Aber ich finde es schade, dass es den gar nicht in andersrum gibt. Ich finde es cool, wenn das Ding... Wenn der Querbalken unten wäre. Wisst ihr wie? Dass man so richtig ründliche Bögen bauen könnte.
Ja, gut, das sieht wieder kacke aus. Ja, schade. Verstehe ich nicht, warum das nicht integriert wurde. Naja. Gut. Oh, okay, da sagt die Statik langsam nein. Aber ich sag mal so, das gefällt mir an sich schon ganz geil. Zack. Ist halt wieder relativ ähnlich wie hier drüben. Ich überlege, ob wir da noch was Schöneres finden. Die Überlegung wäre halt wirklich jetzt... Wir sind schon wieder in der Überlänge. Moment. Zack. Ich will noch ein bisschen mehr Stein mit reinkriegen. Wir haben zu wenig Stein. Und ich überlege halt, ob... Ist nicht lang genug. Das und dann nochmal so ein halber Dunkelholzbalken. Will hier doch noch ein bisschen mehr Stein mit reinkriegen. Wäre vielleicht gar nicht so bad. Naja, ich überlege mal noch, wenn ihr Einfälle habt, schreibt es mir gerne. Wie gesagt, die morgige Folge nehme ich auch morgen auf. Ja, nehme ich morgen auf. Das heißt, wenn ihr heute oder bis morgen 17 Uhr rum noch einen Kommentar schreibt, kann ich es noch mit berücksichtigen. Ansonsten mal gucken. Vielleicht bauen wir dann morgen schon weiter. Guck mal, das ist ja aus Versehen passiert hier. Aber das ist nicht so geil. Vielleicht auch mit dem, was ich erwähnt hatte, hier mit der Geschichte, dass wir den so ein bisschen rund bauen. Ich hatte es ja hier drüben schon mal gemacht. Bloß hier ist es nicht so, wie es werden soll. So absolut gar nicht, wie es werden soll, aber ihr wisst schon. Naja, überlegt mal gerne mit, schreibt mir einen Kommentar. Dann kann ich es noch mit berücksichtigen, wenn wir morgen dann weiterbauen. Also ich würde morgen mit euch ein bisschen weiterbauen. Also zumindest sowas, dass wir überall mal ein bisschen was ausprobieren und dann kann ich es dann außerhalb des Videos endlich fertig machen. Und wie gesagt, zur übernächsten Folge dann kriege ich es dann hin, das Dach hier mal fertig zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.